Ein Beitrag des ARD-Magazins Panorama sorgt für Wirbel. Ist ein Bundeswehroffizier nicht mehr tragbar, weil er mehrmals rechtsradikale Postings geliked hat? Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten, denn sowohl der Oberstleutnant als auch Panorama selbst haben in der Angelegenheit einige Fehler gemacht. Tja, und wir Medienbeobachter fragen uns, wie sollen wir damit nun umgehen? Das Thema Rechtsextremismus in der Bundeswehr ist in den letzten Jahren ja breit berichtet worden, auch bei uns. Sowohl die damalige Verteidigungsministerin von der Leyen als auch ihre Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer haben klargemacht, dass rechte Gesinnung nicht toleriert werden würde. Das war deutlich und unmissverständlich und sollte eigentlich auch bei denen, die solche Einstellungen haben, angekommen sein. Von daher waren wir schon überrascht, als wir auf einen Oberstleutnant stießen, der im Netz mit Rechtsradikalen sympathisiert. Es ist nicht irgendein Oberstleutnant, sondern er ist zuständig, ausgerechnet für Social Media bei der Bundeswehr. Angesiedelt direkt im Ministerium. Katrin Kamp. Puh, das waren aber jetzt eine ganze Reihe von Thesen allein schon in der Anmoderation. Nun, dieser Panorama-Beitrag vom 23. Juli ist auf vielerlei Weise interessant. Zunächst einmal fällt auf, wie kurz der Beitrag ist. Gerade mal 2,5 Minuten. Panorama sendet normalerweise Beiträge von locker 10 Minuten Länge. Und das ist nicht das einzig Auffällige. Marcel B. sitzt als Referent direkt im Verteidigungsministerium. Doch Panorama-Recherchen bei Instagram zeigen, Oberstleutnant Marcel B. hat auch zweifelhafte Kontakte. Dort sympathisiert er öffentlich mit einem, der sich Incredible Bramborska nennt, ein Anhänger der sogenannten identitären Bewegung. Incredible Bramborska bekennt sich ganz offen zu identitär. Oberstleutnant Marcel B. gefällt einiges bei dem Identitären, etwa ein Foto mit der Parole Defend Europe, Europa verteidigen, der prägende Slogan der Identitären gegen alles Fremde. Dem medienerfahrenen Offizier gefallen auch Beiträge, in denen sein Bekannter für Bücher eines rechtsextremen Verlags wirbt. Identitäre sind dort Stammautoren. Nun ist es ja so, dass Likes nicht zugleich bedeuten müssen, dass man zu den Verfassern des jeweiligen Postings Kontakte hat, wie Panorama es ausdrückt, oder dass man vernetzt sei. Und ein Bekannter, wie Panorama sagt, muss es auch nicht automatisch sein. Auch mir ist schon passiert, dass ich auf Facebook oder auf Instagram ein lustiges oder schräges Bild geliked habe, ohne im Detail die Quelle nachzurecherchieren. Und wem man in sozialen Medien folgt, den findet man nicht automatisch sympathisch. Auf YouTube zum Beispiel habe ich natürlich auch sowas wie Hallo Meinung abonniert oder auf Telegram den durchgeknallten Attila Hildmann. Aber doch nicht, weil ich die so toll finde, sondern weil ich auf dem Laufenden bleiben möchte, was sie für einen Quark vom Stapel lassen. Der ganz entscheidende Punkt ist aber, Panorama sagt, sie hätten bei Oberstleutnant Marcel Bonert auch nachgefragt, aber es sei keine Antwort fristgemäß gekommen. Stattdessen darf ein in dem Zusammenhang vollkommen irrelevanter FDP-Bundestagsabgeordneter seinen Senf abgeben. Als Social-Media-Leiter hat er eine besondere Verantwortung für die Kommunikation der Bundeswehr und deswegen geht es gar nicht, dass er mit einem Anhänger der identitären Bewegung sympathisiert, dessen Beiträge mit einem Gefällt mir markiert. Und hier muss die Verteidigungsministerin aktiv werden. Nachgefragt bei Bonert hat kurz darauf der Spiegel und der bekam eine Antwort. Und Bonert gibt eine Erklärung ab, die an sich nachvollziehbar klingt. Soldaten der Bundeswehr verwenden gern den Hashtag Social Media Division. Und die umstrittenen Postings hatten diesen Hashtag auch. Bonert sagt, er habe da gar nicht im Detail drauf geachtet, sondern Postings mit diesem Hashtag massenweise Likes gegeben, darunter dann eben auch diese faulen Eier. Aber trotzdem ist klar, jemand, der im Verteidigungsministerium für Social Media zuständig ist, muss auf sowas natürlich achten. Insofern hat Bonert hier einen schweren Fehler begangen. Wie er auch selbst ohne Wenn und Aber einräumt. Und dass er selbst mit Rechtsradikalismus nicht viel am Hut hat, zeigt sein Instagram-Profil eigentlich deutlich. All das sollte man ihm zugutehalten. Davon wollte Panorama aber wohl gar nichts wissen und hat lieber einen nicht zu Ende recherchierten Bericht mal eben auf die Schnelle rausgehauen. Ein weiterer Fehler von Bonert: er hat sich offenbar wichtiger gemacht, als er ist.
Die Erklärung, warum er vielleicht auch auf seinen sozialen Medien privater Art sich als Head of Social Media oder Ähnlichem bezeichnet, entzieht sich unserer Bewertung. Im dienstlichen Bereich und formell übernimmt er keine Leitungsfunktion. Nachfrage. Wenn man auf seinen Instagram-Account geht, dann sind dort explizit Porträtfotos mit der Unterschrift Name Leiter Social Media BMVG. Wem hätte das im Rahmen der Dienstaufsicht in den letzten 3 Jahren auffallen müssen, dass sich jemand hier einen Titel anzieht, ja, und zu den Dimensionen, die Ihre Pressemeldung hat, der NDR stand am Wochenende unter Beschuss aus der rechten Ecke, die quasi Falschberichterstattung unterstellt haben, ja, was so auch nicht stimmt. Also wir reden hier über den Leiter Social Media, der sich über Jahre so dargestellt hat. Wer hat das im Ministerium zu verantworten, dass das in dieser Weise möglich ist? Er hat mehrere Preise abgeräumt. Also er ist jetzt nicht so mal eben unterm Radar gelaufen. Also ob da eine Verantwortlichkeit festzumachen ist, wenn sich jemand auf seinen privaten Social-Media-Accounts in irgendeiner Art und Weise bezeichnet, muss noch geklärt werden. Das ist auch natürlich Teil der qualitätssichernden Maßnahmen, die jetzt angelaufen sind, anlässlich dieses Falls. Okay, also dann scheint das ja eher ein Sturm im Wasserglas zu sein, wenn er eine so wichtige Position, wie von Panorama behauptet, gar nicht hatte. Sich eine solche Position anzumaßen, ist aber natürlich auch bemerkenswert. Wie eben schon erwähnt, ging nach dem Panorama-Bericht ein Sturm der Entrüstung in den sozialen Medien los, vor allem von der rechten Seite. Man wolle hier einen respektvollen Offizier fertig machen, nur weil er ein paar missglückte Likes getätigt hat. Wasser auf die Mühlen der Rechten waren dann schließlich Recherchen des Weltjournalisten Don Alfonso. Denn eine der beiden Autorinnen des Panorama-Berichts ist Caroline Walter. Und Alfonso listet genüsslich auf, wem Frau Walter alles so folgt und wen sie liked. Eindeutig Organisationen und Gruppen aus dem linksextremen Lager. Soll heißen, sie greift einen Oberstleutnant an wegen ein paar Likes und sympathisiert selbst mit Extremisten. Und kurz nach dem Panorama-Beitrag folgte online auf der ARD-Seite noch ein ergänzender Text, wo eine sogenannte Rechtsextremismus-Expertin Natascha Strobel zitiert wurde, die Bonert auch scharf angreift. Auch diese Frau Strobel, so berichtet Don Alfonso, habe diverse Verbindungen in die linksradikale Szene. In dem Text auf der ARD-Seite folgen dann auch weitere Vorwürfe gegen Marcel Bonert. So sei er schon unter anderem bei der neurechten Burschenschaft Zimbria und im rechtskonservativen Studienzentrum Weikersheim aufgetreten. Bonert nimmt im Spiegel-Interview auch dazu Stellung und bereut diese Auftritte. Er habe damals nicht genug hingeschaut, wo er dahin geht. Zitat: Da ich immer für Menschlichkeit und eine differenzierte Diskussion mit allen Strömungen eingetreten bin, habe ich dort die Chance gesehen, Einfluss zu nehmen. Nach meinem Vortrag aber bemerkte ich schon an den Fragen, dass es hier weniger um das Thema meiner eigenen Einsatzerfahrung ging. Statt nach Afghanistan fragten die Zuhörer nach meiner politischen Einstellung, stellten staatspolitische Fragen wie nach dem Gewaltmonopol. Da wurde mir klar, dass ich für mich am falschen Ort angekommen war. Ich persönlich würde dort nicht mehr auftreten. In der Tat kann man aus einem Auftritt auf einer konservativen oder rechten Veranstaltung noch nicht auf die Gesinnung der Person selbst schließen. Ich selbst habe das ja auch gerade erst erlebt, nachdem ich in der zweifellos rechts angesiedelten Honigwabe zu Gast war. Ich bin ja nicht dorthin, weil ich ein Riesenfan von denen bin, sondern weil ich die Diskussionen wollte. Insofern verstehe ich Bonerts Ansatz, wenn er denn tatsächlich der Wahrheit entspricht. Das größte Problem bei dieser Angelegenheit ist eben, dass Panorama sich erneut dem Vorwurf aussetzen musste, auf dem linksradikalen Auge blind zu sein. Das ist nicht das erste Mal. Und über die Motive, warum Marcel Bonert so angegangen wird, kann auch nur spekuliert werden. Don Alfonso vermutet, es ist eine Art Racheakt für eine Guerilla-Aktion, die Marcel Bonert im Jahr 2018 zur Internetmesse Republika veranstaltete. Damals wurde die Bundeswehr bewusst nicht eingeladen und deshalb organisierte Bonert einen Protest vor den Toren der Messe dagegen. Panorama-Frontfrau Anja Reschke unterhält gute Kontakte zur Republika. Es könnte also sein, dass hier ein willkommener Anlass vorlag, um Bonert eine reinzuwürgen. Aber das wäre jetzt nur Verdachtsberichterstattung.
Die Mediatheke bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt 14 Tage kostenlos testen.